Ihr faulen Hunde! Das Schiff muss seetüchtig gemacht werden. Und das Deck macht sich nicht von alleine sauber. Steve! Lieg da nicht so rum, du fauler Sack! Echo? Die beiden davon, Smee! Und etwas Musik, bitte! Unsere Vorsätze sind ja schön und gut, Mary. Aber was machen wir, wenn die Kinder nicht zurückfliegen? Das Fenster hast du ja offen gelassen, oder? Natürlich, Mary. George, soll ich jetzt vielleicht doch den Hubschrauberrettungsdienst rufen? Und wo soll der dann hinfliegen? Na, du hast es doch gelesen. Die zweite rechts und dann immer geradeaus bis zum Morgen. Weißt du was? Ich glaube, ich versuche einfach mal, nach ihm zu rufen.
versuchen kannst du es ja. Aber du musst in die richtige Richtung rufen. Die zweite rechts und dann immer geradeaus bis zum Morgen, George. Da muss ich ja ganz schön laut rufen. Ja. Aber ein Versuch ist wert. Kinder? Hört ihr mich? Ich bin's, euer Papa. John? Michael? Wendy? Kinder, hört ihr mich nicht? Ich bin's doch, euer Papa. John. George, hör mal auf, weiter, sie haben uns gehört. Kinder, flieg doch bitte zurück. Kinder, hier sind eure Eltern. Kinder, jetzt hört mir mal zu. Das Leben ist kein Ponyhof. Ihr dürft eure kostbare Lebenszeit nicht einfach so in diesem Nimmerland vergeuden. Ihr wollt doch nicht später so enden wie diese Piraten. Oder obdachlos und drogiert wie diese Indianer. Oder wie diese Hippies, die schon von sich selbst behaupten, dass sie verloren sind. Kind sein können. Ohne von den Erwachsenen dafür verurteilt zu werden. Ich möchte mit Peter Pan ins Nimmerland fliegen, weil ich dort frei sein kann. Alter. Hier darf ich für immer Kind sein. Für immer ausgelassen. Neugierig sein. Und Fragen stellen. Hier bin ich mutig, wenn ich will. Ich darf aber auch schwach sein. Wir haben ein Recht auf das Hier und Jetzt. Wir haben ein Recht, Kind zu sein. Wir haben ein Recht auf das Nimmerland.